Was ist rechts und links? Ich verstehe die Aufgabe auch. Ich sehe keine Lösung für diese Aufgabe, weißt du? Habt ihr eine? Ihr wisst ja, ne? Kommentare und so. Dürft ihr ruhig machen. Rechts, links. Nö. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Also, das is it nicht. Wobei, ehrlich gesagt, die Uhr ist ja auch Gegenstand, weil die Uhr war ja eigentlich auch schon, ne? Es war die Uhrzeit. Also die Uhr brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wenn es keine Doppelfunktion hat. Also wir haben noch die Zahlen, wir haben noch dieses komische Reglersystem, wir haben diesen Links-Rechts-Schrank, wir haben die Platte im Garten und wir haben diese vier Mahlschachtel. Das bringt mich immer nur zum Tisch. Kann ich nicht die Gabel nehmen? Ich meine, ich habe ja hier auch noch ein bisschen Platz, ne? Das ist ja nicht so. Aber den Screwdriver kann ich nicht mehr nehmen, den Schlüssel kann ich nicht mehr nehmen. Also ich kann nur noch die Sachen nehmen, die hier erhellt sind. Also gut, angeklickt haben wir das jetzt schon mehrfach. Ist die Lösung denn so nah? Dieses Rad hier zum Beispiel, das verwundert mich in einem Maße, aber ich kann hier nichts machen. Also ich würde ja sagen, ich nehme einen Hammer und klopp da drauf, weißt du? Ratlos blieb der Fussel. Wusste nicht, was er machen soll. Ich habe aber auch nichts gesehen. Wo könnte man denn so eine Ente? Wo fehlt denn so eine Ente? Hier kann ich noch hin. Wenn ich die Ente backe, geht auch nicht. Also hier kann ich nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich nur Wasser laufen lassen, aber wie gesagt, das ist ja... Das Wasser haben wir ja schon verbraucht. Hier war das, das haben wir auch schon gehabt. Ne? So, dass vielleicht irgendwas, was man schon verwendet hat, doppelt benutzt wird. Was machen wir mit den Zahlen? Sieht alles schon so benutzt aus. Tja. Gute Frage. Gar nicht einfach. Also das muss man mal lassen. Ihr kleinen Arschmaden hier. Ihr kleinen fiesen Fixer. So, ich gehe mal zu der Kiste hinten. Streichhölzer.
Gut, da wissen wir ja, wo wir hin müssen, ne? Also Streichhölzer ist klar. Ah, ihr seht die Kerzen zum Beispiel. Die habe ich ganz übersehen. Die habe ich in meiner ganzen Liste nicht drin. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 5, 3, 4, 2, 1. Okay, machen wir es so. 1. Das sind 6 Stück, ne? Also das ist 1, das ist 2, das ist 3, das ist 4, das ist 5. Das ist 1, das ist 5, das ist 3, das ist 4, das ist 2. Und das ist 1. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, fünf, drei, vier, zwei, eins. Das stellt die Höhe der Kerzen dar. Wieso schreibe ich denn da 4 auf? Was schreibe ich denn hier für einen Quatsch auf? Fussi! 1, 5, 3. Zwei, eins, vier. Mann. Unkonzentrierter, kleiner, doofer Fussel. So, guck mal. Jetzt geht das auch plötzlich, ne? Mhm. Eine Schere. Ja, natürlich. Die hätte ich jetzt... Kann das KDRE vielleicht noch irgendwas mit den Zahlen zu tun haben? Eine Schere. Mhm. Die war jetzt da, habe ich da war. Mhm, ja, ja, genau. Eine Schere. Ne? Eine Schere. Eine Schere. Jetzt wollen wir den gleichen Trick machen, sie nicht, ne? Gemein. Eine Schere. Ich glaube, wenn du das nicht anklicken kannst, dann kann das auch nicht interagieren, ne? Eine Schere. Kann ich nicht doch in die Uhr reinhauen? Ich meine, wir hatten ja schon was. Eine Schere. Eine Schere. Mhm. Eine Schere. Ja, ich bin gerade am überlegen, was man noch so machen kann. Hm.
auch nicht. Schere kochen geht auch nicht. Schere. Ich wüsste aber überhaupt nicht, was ich mit der Schere soll. Kann ich das Tischtuch kaputt schneiden? Auch nicht. Gut, also zerstören ist nicht. Kann ich mit der Schere hier irgendwas? Oder hier? Was ist denn, wenn ich mit der Schere hier irgendwelche Blüten anschneide oder so? Geht das? Nee. Ich meine, das war ja auch schon Teil einer Lösung. Gar keine Frage. Schere. Wo brauche ich denn eine Schere für? Ja gut, es ist ja relativ eindeutig, dass ich hierfür einen Schlüssel brauche. Ne? Also viele haben wir ja... Wir brauchen, also wir sind ja schon ziemlich weit. Das muss man... Aber eine Schere... Dass man die vielleicht bei den Bildern verwendet oder so, aber... Auch nicht... Ich frage mich auch immer noch, was das mit den Bildern auf sich hat, ehrlich. Kann man hier vielleicht mit der Schere rummanschen? Nein, das geht auch nicht. Hier komme ich nicht mehr dran. Kann ich hier in dem Buch was abschneiden? Nein, das Buch kann ich nur rein und rausfahren. Okay. Das ist ein Rätsel, gar keine Frage. Die Zahl ist kleiner. Auch nicht. KDRE. Was hat das hier zu sagen? Das ist... Paper. Also man kann das noch drehen. Ist aber auch nichts eingraviert, ne? Dass man mal sagen könnte, okay. Ein Hammer. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, wie man ja Gott sei Dank an meinem Redefluss merkt. Aber eine Schere hier dran, das macht ja auch keinen Sinn. Weil das ist ja Holz, das ist ja... Habe ich denn irgendwas übersehen? Kann ich hier noch irgendwas machen? Tür zu, da ist nur... Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin gerade etwas ratlos.